Das Digital Mindset, das einem ermöglicht, digitale Erfahrungen zu machen, digitale Zusammenhänge zu erkennen. Und das kann dann sozusagen die Basis bilden, um notwendige Fähigkeiten zu entwickeln. Auch wenn wir nicht alle Digital Natives sind, haben wir wahrscheinlich alle das Digital Mindset. Zum einen hat sich verändert in den letzten Jahren einfach die Menge an Daten und an digital zur Verfügung stehender Information und an Wissen. Natürlich brauchen wir Menschen mit Vermittlungskompetenz, natürlich brauchen wir Leute, die in den Institutionen die Digitalisierung vorantreiben. Das ist aber nichts, was man einfach an die analogen Prozesse ranklatschen kann, sondern das muss das Betriebssystem der Einrichtung selbst verändern. Ich glaube nicht, dass es auf der Ebene von Kunst darum gesprochen geht, eine Kultureinrichtung mit Gewalt zu digitalisieren. Digitalität ist keine Technik, ist eine Kulturtechnik.